Juri, dein rechtes Auge. Es bewegt sich ein bisschen. Und ich meine damit nicht das normale Winken. Yeah, I have no idea what to say. Hey, what the fish is that? Ich will nur dich ansehen. Ist das nicht ein schönes Bild? Da könnte man noch einen schönen Witz daraus machen. Yeah. Die Sonde. Wie viele Male kommt Monika da unten? Wie viele Male kommt Monika da her? Hä? Ach Mensch. Ich bin wieder als Sitztier. Also, man ist auch gerade hereingekommen. Hast du wieder Klavier geübt? Ja. Du machst echt viel. Undertale, joke. Ham, du gründest diesen Club und schaffst es dann immer noch Klavier zu üben. Nun, vielleicht nicht so sehr. Undertale, joke. Aber ich schätze doch Leidenschaft. Nun gut, Roman. Was willst du heute machen? Ich dachte, dass wir... Wir haben für heute schon etwas geplant, Monika. Ah, echt jetzt, Juri? Ja, ganz genau. Roman steckt mitten in einem... Roman steckt mitten in einem Roman, den wir zusammen lesen. Ich stecke dann in mich selber. Den Juri und ich zusammen lesen. Okay. Dann sehen wir mal. Am logischsten wäre es, wenn Juri beim nächsten Wasserspender wäre. Ich gehe den Gang hinunter. Was ist das für ein Geräusch? Kommt aus dem Gang um die Ecke. Es hört sich wie Atmen an. Jemand atmet tief ein, als würde er Luft durch die Zähne ziehen. Ob er Schmerzen hat? Ich komme an die Ecke und werfe einen Blick in den anliegenden Gang. Juri? Ah! Oh, how the... Ritzen, was? Okay, es ist Sprott. Hi! Yes. Hi. Moment. Wie bin ich? Tut mir leid, ich hatte ein ganz komisches Déjà-vu. Hahaha, ja, komisches. Skip it up and down. Oh Mann, bild ich mir das nur ein? Oder verhält sich Monika in letzter Zeit irgendwie seltsam? Seitdem ich im Club bin, war sie immer eine tolle, liebenswerte Person. Aber in letzter Zeit fühle ich, dass ein eisiger Wind weht, wenn sie da ist. Ich bin doch nicht verrückt, oder? Bitte sag mir, dass ich es nicht bin. Ich konnte bisher noch nichts sagen, weil sie ständig zuhört. Aber jetzt sind wir endlich allein. Können wir nicht einfach eine Weile hier bleiben? Ja. Ich will einfach hier bleiben. Ich sehe dein Auge. Ich sehe da zwei Augen, die dir nicht passen. Nur wir beide. Wir können hier bleiben, bis das Clubtreffen vorbei ist. Dann haben wir den Clubraum ganz für uns alleine. Niemand wird uns beim Lesen stören. Niemand wird mir das Gefühl geben, dass ich mir die Kehle aufschützen möchte. Das war ein Witz. Ach wirklich? Nur ein Witz. Oh, hi Monika. Allerdings mag ich Messer. Jahren geduldig gewartet habe. Wirst du das mit mir machen, Roman? Wirst du?
Aha. Also um diese Frage zu beantworten, nein. Ich habe mir schon sowas geträumt, aber nicht mit Yuri. Monika, sag mir dein. Sag nicht, dass ich dich nicht gewarnt habe, Roman. Yuri drückt sich mein Gedicht an die Brust. Ich werde es mit nach Hause nehmen und in mein Zimmer aufbewahren. Hoffentlich erfreut dich der Gedanke dann, dass ich es habe. Ich werde mich gut darum kümmern. Ich werde mich sogar selbst berühren, wenn ich es lese und immer wieder lese. Ich werde mich an dem Papier schneiden, sodass sich deine Haarhöhle mit meinem Blut vermengt. Okay, I heard about crazy bitches, but this is a crazy bitch of a bitch of craziness. Kannst auch mein Gedicht Lee haben? Ich weiß übrigens, dass du es ganz bestimmt behalten willst, nachdem du es gelesen hast. Hier, nimm es an. Ich kann nicht länger warten. Beeil dich. Lies es. Aha. Ich kann das natürlich sehr gut lesen mit dem ganzen Blut und... Ich hoffe, das ist Eis. Obwohl. Außerdem, ich liebe das, die Musik so schön. Ja. Aha. Ja, ich sehe, ich kann das. Hi. Gefällt es dir? Ich habe es für dich geschrieben. Falls du es nicht mehr kennst, in dem Gedicht geht es um. Aber viel wichtig ist, dass ich es mit meinem Duft versehen habe. Siehst du, bin ich die aufmerksamste Person im Club. Ich muss mich übergeben. Understandable, have a good... Was ist mit Roman? Roman wird mir helfen. Moment mal, dir? Du hast doch die einfachste Aufgabe, Monika. Tut mir leid, aber so ist das nun mal. Zur Hölle ist es das. Was versuchst du hier abzudingen? Ich stimme Natsuki zu. Deine Arbeit lässt sich sehr gut von einer einzigen Person erledigen. Meine Aufgabe ist hingegen viel mühsamer und da kann ich ein zweites Paar Hände wirklich gut brauchen. Ich auch! Was für deine Cupcakes? Also bitte! Als ob du verdammt nochmal Ahnung davon hättest! Du interessierst dich jetzt nur dafür, Roman und deine dämlichen Bücher überall mit hinzuschleppen. Du und Monika! Hey, was habe ich denn damit zu tun? Okay, warum lassen wir dann nicht Roman entscheiden, wenn er helfen will? Dann ist einem Machtmissbrauch ein Ende gesetzt. Ich missbrauche meine Macht nicht. Doch, das tust du, Monika. Lass einfach Roman entscheiden, okay? Okay, gut. In Ordnung. Oh Mann. Oh Mann, ich weiß, wie sehr du mittlerweile von den beiden die Nase voll hast. Wir können einfach. Natsuki, halt deinen dummen Mund und lass ihn selbst entscheiden. Halt du doch deinen Mund! Um Himmels Willen. Das wird nie ein Ende finden. Triff einfach deine Wahl, okay? Okay, ich nehme. Ich nehme. Ich habe Yuri genommen. Okay, ich nehme Monika. Juhu, du hast mich gewählt. Wir können uns dieses Wochenende bei dir treffen. Ich verspreche dir, dass wir viel Spaß haben. Wir haben werden. Was ist der Sonntag? Soll das ein schlechter Scherz sein? Das ist nicht fair. Es ist fair, Natsuki. So hat er sich entschieden. Nein, es ist nicht fair. Du lädst uns allen Arbeit auf und dann krallst du dir Roman für dich selbst. Das ist echt mies von dir. Yuri, ich habe dir ja nicht mal Arbeit zugeteilt. Du hast dich ganz von selbst dafür entschieden. Dein Verhalten ist schon etwas unverschämt. Ich bin unverschämt? Monika, deine Wahnvorstellungen sind echt unglaublich. Du nimmst dich ja selbst so wichtig. Jedes Mal, wenn du nicht in etwas eingezogen bist, lockst du Roman weg von mir. Bist du eifersüchtig? Verrückt! Oder vielleicht hast du dich selbst so sehr, dass du es an anderen auslässt.
Ist ein Vorschlag. Hast du schon mal daran gedacht, dich umzubringen? Es könnte förderlich für deine geistige Gesundheit sein. Juri, du machst mir etwas Angst. Natsuki, gehen wir. Es ist mir völlig egal, Roman. Ich muss es dir sagen. Ich bin unschrecklich verliebt in dich. Jeder Zentimeter meines Körpers, jeder Tropfen meines Blutes schreit deinen Namen. Die Konsequenzen interessieren mich inzwischen nicht mehr. Es ist mir gleich, ob Monika zuhört. Bitte, Roman, du musst wissen, wie sehr ich dich liebe. Ich liebe dich so sehr, dass ich mich sogar mit dem Stift berühre, den ich dir gestohlen habe. Ich will dir deine Haut vom Körper reißen und tief in dich hineinkriechen. Ich will dich ganz für mich allein. Und ich werde dir nur dir gehören. Hört sich das nicht perfekt an? Sag es mir, Roman. Sag mir, dass du mein Lover sein willst. Nimmst du mein Geständnis an? Ah, boy, here we go. Ich hab schon gesagt, also. Natürlich will ich nicht dein Lover sein. Hey up, hello. I hope you're enjoying the content that you're watching. I don't want to turn around. It's a bit nosy of me. I bet you're watching something really good, aren't you? That it's really awesome. You want me to turn around? You want me to... Goodness, this is filth! We're in America!